Ist aber auch nicht von vornherein unser Gradmesser der FC Bayern. Wir wissen schon, dass wir heuer vor ganz, ganz schweren Aufgaben stehen. Das Argument, dass wir uns die Woche über ausruhen können fürs Wochenende, das zählt jetzt nicht mehr. Sind wir gefordert und müssen wir zeigen, dass wir trotzdem versuchen oder trotzdem guten Fußball spielen können am Wochenende. Und deswegen wird es jetzt da erstmal darauf ankommen, ja, diese Erfahrung zu machen. Ja, wir schauen jetzt erstmal, dass wir gut in die Saison starten, erste Pokalrunde mal überstehen und dann. Ja, bis zur ersten Länderspielpause ist es noch ein bisschen ruhiger, aber danach geht es halt Schlag auf Schlag. Und da möchten wir einfach schauen, dass wir ja, diese Doppelbelastung gut verkraften und trotzdem auch vielleicht ähnlich erfolgreich sind wie letztes Jahr in der Hinrunde, wo wir nur zwei Spiele verloren haben. Wenn uns das wieder gelingt, dann wäre es wahrscheinlich eine super Saison für uns. Also ich finde, dass der Kader im Moment absolut das hergibt, was wir brauchen für das Jahr. Wir sind fast auf jeder Position doppelt besetzt und mit richtig Qualität doppelt besetzt, wie ich finde. Und das wollten wir vor der Saison so. Wir haben gesagt, wir haben sehr, sehr viele Aufgaben, die sehr schnell hintereinander kommen. Und deswegen brauchen wir da absolut zwei ebenbürtige Mannschaften. Und ich glaube, die haben wir.